Wir leben in wenig ermutigenden Zeiten und da erscheint es dem einen oder der anderen möglicherweise unzureichend oder gar banal, in das Nachdenken über alternative Formen der Wirtschafts- und Gesellschaftsgestaltung zu investieren oder das Kaleidoskop der Praktiken bürgergetragenen Wirtschaftens, die Ökonomien des Gemeinsamen auszuleuchten. Wie die großen Fragen unserer Zeit mit dieser Suche zusammenhängen und was eigentlich die großen Fragen sind, das treibt uns heute Abend auch um. Sie sind im Anschluss an diese Runde hier auf der Etage im hinteren Bereich noch zum Verweilen eingeladen, bei Saft, Wasser und einer Brezel weiter zu diskutieren miteinander. Und Sie können draußen das Buch, haben Sie schon gesehen, in seiner deutschen Sprachfassung für 1999 kaufen und auch die englische Ausgabe ist erhältlich für 14 Euro, so Sie denn mögen. Und über andere Wege das Buch oder seine Beiträge zu lesen und welche Rolle der Transkriptverlag dabei gespielt haben, wird heute Abend auch noch gesprochen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Professor Leggevi, dass er heute Abend als Kommentator und Diskutant dabei ist, selbstverständlich auch bei dir, liebe Silke. Und ich möchte Ihnen jetzt Stefan Tuschen vorstellen. Er moderiert hier heute Abend als Commons-Kenner, als Commons-Förderer, als Commons-Aktiver, mit seinem Hut als Gründungsmitglied des Commons-Instituts. Beruflich beschäftigt sich Stefan zurzeit vor allem mit der Klimacop, die im nächsten Monat halt in Paris stattfindet. Er arbeitet bei Miserior als Referent in der Abteilung Politik und globale Zukunftsfragen. Und bis Ende 2014 hat er sich für das protestantische Schwesterwerk hauptsächlich mit der Debatte um große Transformation beschäftigt. Und Teil dieser Arbeit war auch seine Beschäftigung mit den Commons. Lieber Stefan, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und heute Abend die Moderationsaufgabe übernommen hast. Der Rest liegt in deinen Händen. Danke. Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung und auch von meiner Seite einen guten Abend, ein herzliches Willkommen. Ich freue mich ganz besonders, ein paar Stichworte sind gerade schon gefallen. Das kleine, feine Commons-Institut, was wir vor etwas mehr als fast zwei Jahren gegründet haben, wo auch Silke Helfrich zu den Gründungsmitgliedern gezählt hat und zählt. Das ist so eine Gemeinsamkeit. Die Commons begleiten uns schon eine ganze Weile, wo wir uns immer wieder mal treffen. Bei diesem Buch habe ich jetzt nur aus der Ferne zugeschaut. Umso mehr freue ich mich, dass ich die Vorstellung dieses Buches hier heute Abend begleiten und moderieren darf. Silke Helfrich ist nicht nur Herausgeberin, gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung und ihrem US-amerikanischen Kollegen David Bollier von dem Buch, um das es heute Abend geht. Sie ist auch Autorin in diesem Buch. Darüber hinaus schreibt sie viel auf ihrem deutschsprachigen Commons-Blog und ist inzwischen eine viel gebuchte Rednerin, wenn man sie fragt, wahrscheinlich reicht es gerade so ein bisschen, zu viel gebucht. Und sie hat auch, und daher kommt diese zweisprachige Ausgabe auch, gemeinsam eben mit dem David Bollier in den USA und dem Michel Bowens, die Common Strategies Group gegründet. Ich möchte auch Herrn Leggevi, der schon vorgestellt wurde, noch einmal begrüßen von meiner Seite. Er ist Professor für Politikwissenschaften in Essen. Dort leitet er außerdem das Kulturwissenschaftliche Institut der dortigen Uni. Und er hat gesagt, das reicht schon zum Vorstellen, aber ich muss eine Sache doch noch obendrauf setzen. Er ist auch Co-Direktor des Center for Advanced Studies on Global Cooperation, weil dieses Wort der Kooperation mir sehr wichtig ist, sicherlich, und ebenso wichtig wie das der Kulturwissenschaften. Das werden wir gleich noch hören in dem Buch, dass es eben sehr viel auch um die Kultur des Commons und des Commoning geht und Kooperation da eine große Rolle spielt. Von daher könnte man meinen, Sie sind auf jeden Fall auch ein Fachmann für das Commons-Thema. Ich freue mich, Silke, dass du uns jetzt erstmal einen Einblick gibst. Was ist das Buch? Worum geht's? Was steht drin? Dafür wird sie so 20 Minuten, eine halbe Stunde von uns bekommen. Dann werden wir gemeinsam hier Platz nehmen und Herrn Leggevi die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren und wollen dann über das Buch und die Inhalte ins Gespräch kommen und hoffentlich auch noch Zeit haben, mit Ihnen darüber ins Gespräch zu kommen. Bitte, Silke.
Wow. Ich finde das großartig, dass Sie alle da sind, dass Sie den Weg hierher gefunden haben, Professor Legevi, dass die Menschen aus dem Commons-Institut, sind mehrere hier im Raum, auch da sind, eine Co-Autorin von uns, Monika Vasile aus Rumänien, und natürlich all die in der Heinrich-Böll-Stiftung, die uns geholfen haben, jetzt in diesem Moment das zu tun, was jetzt kommt. Und das ist gar keine Selbstverständlichkeit, jetzt hier zu stehen für mich, weil die Nachrichten sind unerträglich. 224 Menschen sind im Sinai in den Tod gestürzt. Kurz darauf hat es einen der schlimmsten Terroranschläge seit dem Ende des libanesischen Bürgerkriegs gegeben. Und davon haben wir kaum etwas mitbekommen, weil am Tag danach 129 Menschen bei den Terroranschlägen in Paris ums Leben gekommen sind. Ein Kollege, mit dem ich erst kürzlich in Paris eine Veranstaltung des ersten großen landesweiten Commons-Festivals bestritten hatte, twittert wenige Stunden nach den Attentaten: 8 Tote, Verletzte und Verschwundene unter den Menschen, die nur 2 Klicks von mir entfernt sind. Sie haben es auf die Jugend abgesehen, ihre Lebensweise und ihre Hoffnungen. Hervé Le Grenier, das ist der Kollege, er ist auch Co-Autor unseres ersten Bandes und er tut sozusagen das in Frankreich, was ich in Deutschland tue. Hervé Le Grenier ließ seinen Avatar unbeflaggt. Doch ein Großteil meiner Timeline hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits bleu, blanc, rouge gefärbt und mich damit unangenehm berührt. Und zwar nicht nur, weil die allgegenwärtigen Solidaritätsbekundungen nach den Ereignissen in Paris ästhetische Qualitäten offenbarten, von denen man annehmen konnte, dass manche davon bald zum Verkaufsschlager werden. Nein, diese Einfärbung in den Nationalfarben erschien mir unangemessen. Denn nach den Angaben des US State Department ist die Zahl der Terrorattentate seit 2001, also seit dem Beginn des Krieges gegen den Terror, um 4.500% gestiegen. Die Zahl der dabei Getöteten um 6.500%. Die Opfer stammen aus vielen Ländern, die meisten nicht aus Europa. Und für feine Diskriminierungen haben die Menschen ein sehr feines Gespür. Vor allem aber schien mir die Gegenwart, die Allgegenwart der Tricolore unangemessen, weil am vergangenen Freitag kein Nationalstaat angegriffen wurde, sondern etwas viel Tieferes. Grundüberzeugungen, Lebensweisen, ein Sicherheitsgefühl und überhaupt gesellschaftlicher Zusammenhalt. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist, dass es mir nicht gelingen will, diese Attentate sozusagen aus ihrem Entstehungszusammenhang herauszulösen. Etwa nach den Konsequenzen bisheriger politischer Entscheidungen zu fragen und zu fragen, was die konkrete Art, den Irak oder Libyen umzuformen, mit den Rekrutierungserfolgen von ISIS zu tun hat. Sie können das alles nachlesen. Und ich werde am Schluss auch noch mal kurz darauf zurückkommen. Die Frage, die sich also mir in diesem Zusammenhang stellt, ist folgende. Ist es nicht so, dass wir in dieser unübersichtlichen, komplexen und extrem schwierigen Lage, in der die Politik nicht nur martialisch stößt, sondern es tatsächlich auch krachen lässt, ist es nicht so, dass wir in dieser Situation in überkommenen Kategorien denken? Dass wir zum Beispiel unterschwellig dem Konstrukt eines nationalstaatlichen Interesses aufsitzen, so wie das auch in TTIP-Verhandlungen oder bei den Klimaverhandlungen geschieht. Und dass wir die Idee des Gemeinwohls, wenn überhaupt, an den nationalstaatlichen Grenzen denken oder maximal in jenen der EU.
Und in eben diesen auch gedanklichen Grenzen werden uns Entscheidungslogiken aufgezwungen, das Stichwort lautet Bündnisfall, deren Eigendynamiken letztlich dazu führen, dass unsere vermeintlichen Interessen gewaltsam durchgesetzt werden. Und das führt dazu, oder das, obwohl die vom US State Department veröffentlichten erschreckenden Zahlen auch oder vielleicht gerade eine Folge dieser gewaltsamen Durchsetzungsseiten des Staates sind. Ich bin mir natürlich darüber bewusst, dass das alles nicht intendiert war, wenn man sein Avatar Bleu Blanc Rouge färbt. Es war nicht mit gemeint, aber es wird mit vermittelt. Und das liegt auch daran, dass wir zwar einen gemeinsamen Referenzrahmen, eine gemeinsame Symbolik und auch eine gemeinsame Sprache haben, beispielsweise in Kategorien von Nationalstaat zu denken, und uns genau all dieses, eine gemeinsame Sprache, ein gemeinsamer Referenzrahmen und eine gemeinsame Symbolik für dieses Tieferliegende, für die Commons, das erleben wir sehr, sehr oft, uns fehlt eine Sprache für die Commons, daran arbeiten wir uns in all den Publikationen, die wir haben, ab. Für dieses Gefühl von Zusammengehörigkeit, für die Lebensweisen, die uns ausmachen und für gesellschaftlichen Zusammenhalt fehlt. In dieser Beziehung also sind wir sprach- und symbollos und so bleiben uns für die Beteuerung all dieser Dinge ausgerechnet die Farben der Nation. Das ist der Grund, warum mich diese trikolore Einfärbung berührt hat, weil die letzten Anschläge habe ich in San Salvador erlebt. Wir dürfen ihnen nicht die Ehre des Krieges erweisen, schreibt mir zwei Tage später eben jener Kollege Hervé Le Cronier. Es ist kein Krieg, sondern Terrorismus. Und er, der so viel zu Commons publiziert hat, fügt hinzu, ich weiß nicht, ob die Frage der Commons von all diesen Dingen betroffen ist, beziehungsweise etwas zu deren Lösung beitragen kann. Und dieser Tage fühlte es sich für mich tatsächlich so an, als sei die eigene Arbeit völlig irrelevant. Als hätten die Commons dem Inferno dieser Zeit rein gar nichts entgegenzusetzen. Und am liebsten, das muss ich gestehen, hätte ich mich um den heutigen Abend gedrückt. Wie es mir klar wurde, warum ich nicht nur letzte Woche, sondern hin und wieder auch während der Entstehungszeit dieses Buches, das hat sich über 2 Jahre hingezogen, immer wieder das Gefühl entsteht, dabei in die Knie zu gehen. Es liegt einfach an der schieren Dimension des Unterfangens, das angesichts der Verhältnisse unbewältigbar erscheint. Diese Dimension des gesamten Unterfangens versuchen wir in diesem Band zu skizzieren. Die Welt der Commons als Ausdruck eines Wechsels des Denk- und Institutionalisierungsrahmens. Als ein Ausdruck des gegenwärtig stattfindenden Paradigmenwechsels, der ein Miteinander statt ein Gegeneinander überhaupt erst ermöglicht. Und Muster gemeinsamen Handelns im Untertitel, die nichts garantieren, aber helfen, Konflikte in diesem Sinne, im Sinne dieses anderen Paradigmas zu lösen, anstatt an ihnen zu verzweifeln. Worum also geht es in diesem Buch? Jetzt kommt der Teil, auf den Sie gewartet haben. Der Philosoph Byung-Chul Han, ich muss mal eine Datei hören, wie man das richtig ausspricht, sagte kürzlich in einem Interview, Denken sei das Entdecken von Ähnlichkeiten. Und das passt ganz wunderbar zu unserem Nachdenken über Commons und zur Entstehungsgeschichte dieses Buches. Eine Commons-Anthologie zu erstellen und dabei den Begriff der Commons und die Praxis, die wir Commoning nennen, unter den Bedingungen unserer Zeit sozusagen neu durchzukneten. Das ist ein sehr langer und komplexer Prozess und er geschieht zugleich individuell, also in meinem Kopf, in Davids Kopf, in Heikes Kopf und kollektiv
den 50 Autorinnen und Autoren und der Handvoll Übersetzerinnen, am Ende noch mit dem Verlag und allen, die draußen im öffentlichen Raum mit uns diskutieren. Und er führt dazu, dass man Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Ambitionen, Reichweiten und Kulturen entdeckt. Etwa zwischen der Kultur der Hacker. Oh, ich habe gehört, heute Abend sind welche da, das freut mich ganz besonders. Und derer, die Saatgut als Gemeingut verstehen. Beiden geht es um maximale Entfaltungsmöglichkeiten, würde ich mal behaupten. Und zwar für das eigene und die anderen. Beide finden es selbstverständlich, Wissen zu teilen, weil sich dann das Beste aus ihnen heraus entfalten kann. Der kollektive Prozess hat unsere herausgeberische Aufgabe, einen uns angemessen erscheinenden Pfad durch das Dickicht der Möglichkeiten, 50 Beiträge oder 150 mögliche Beiträge zu einem einigermaßen kohärenten Werk zusammenzustellen, mal beflügelt und mal ins Stocken gebracht. Und mitten im Prozess, mehr als die Hälfte der Strecke war scheinbar schon zurückgelegt, zwang er uns konzeptionell zurück auf Los. In meinem Ordner, da steht dann Buch 2, das ist ja der zweite Band, Konzepte, gibt es 22 Konzeptversionen, die zwischen David Bollier und mir, das ist mein Kollege, mit dem ich seit Jahren ganz intensiv zusammenarbeite, und manchmal auch Heiko Löschmann hin und her gingen. Und bei Version 17 haben wir das Konzept dann eingestampft und einen neuen Anlauf gemacht. Ach, Sie lachen, das war gar nicht lustig. Unsere Idee, die ursprüngliche Idee, Commons erstmal kulturanthropologisch zu fundieren, dann historische und aktuelle Beispiele aus aller Welt zusammenzutragen und miteinander zu verbinden, also diese Ähnlichkeiten sichtbar zu machen und dann schließlich, ganz unbescheiden, darauf gründend, so eine Art Skizze einer Commons-Ökonomie zu entwickeln. Und wer von Commons-Ökonomie spricht, kann von Commons-Gesellschaft nicht schweigen. Diese Idee ging nicht auf, sie war zu ambitioniert. Wir haben also ein Muster genutzt, das sich für komplexe, ko-kreative Prozesse bewährt hat und in der Programmierung insbesondere von freier Software üblich ist. Die Community, die freie Software-Community nennt das Forken. Wir haben also geforkt. Erst dieser Schritt, viele Beiträge lagen zu diesem Zeitpunkt schon vor, hat uns dem Werk näher gebracht, das wir heute Abend hier vorstellen. Und die Grundstruktur, also Ergebnis dieses Hin und Her mit unseren 53 Autorinnen und Autoren aus 20 Ländern, will ich Ihnen jetzt kurz vorstellen. Denn diese Grundstruktur hilft zu verstehen, was das Buch leistet und was nicht. Und worauf wir das, was es leistet, gründen, konzeptionell gründen. Die Struktur, also wenn Sie einen Blick in das Inhaltsverzeichnis werfen, werden Sie das vielleicht nachvollziehen können, erlaubt auch einen Blick auf die sprachlichen wie konzeptionellen Innovationen, die wir der Debatte gewissermaßen zuspielen und sie wird sie zurückspielen und dann werden wir hin und her spielen und vielleicht wird sich da in diesem Spiel eine Sprache der Commons, die lebensfähig ist, entwickeln. Also wir spielen diese Innovationen quasi in die Diskussion, ohne taxonomische Gültigkeit zu beanspruchen, außer an einigen Punkten. Das passiert im zweiten Teil. Und dieser zweite Teil legt eben auch die Spuren sozusagen für die Ebene, auf die wir die Ähnlichkeiten unter den verschiedenen Projekten ansiedeln. Das muss man ja erstmal machen. Texte von Rosa Luxemburg, um vom FabLab in São Pauli zwischen zwei Buchdeckel zu packen und zu behaupten, das habe was miteinander zu tun. Oder die Frage, wie man Land wieder zum Commons machen kann, mit der Open-Source-basierten Produktion von Hochleistungsmikroskopen, wie im Projekt OpenSPIM. Was wir dabei sagen wollen, in allererster Linie, es geht bei Commons nicht nur um Kartoffeln. Wir stellen all dies zwischen zwei Buchdeckel in einem Zusammenhang, auch wenn... Gerade weil dieser Zusammenhang den Akteuren, die da eine Rolle spielen, mitunter gar nicht bewusst ist. Wir kommen, und das ist die besondere Stärke des Commons-Ansatzes, zu einem Befund, der, wie Rosa Luxemburg schreibt, Seite 86,
keiner spezifischen Tradition oder Kultur allein zugeschrieben werden kann. Und das können Sie in Kapitel 1, aber auch in Kapitel 3, das nennt sich Verinnerlichen, Begründen, Gestalten, Verinnerlichen, wo wir insbesondere der subjektiven Seite der ganzen Diskussion nachgehen und in unserem Framing nachlesen. Es gibt also diese drei Teile und dann ein Framing bestehend aus Ouvertüre, zwei Intermezzi und einem Finale, weil das Ganze zu begreifen ist als eine Komposition. Und jetzt schauen wir uns diese drei Teile genauer an. Da sind selbstredend im ersten Teil, die inzwischen weitgehend bekannten Designprinzipien für Commons-Institutionen nach Elinor Ostrom. Ich gehe davon aus, für die, die jetzt hier sind, sich für dieses Thema interessieren, ist es eigentlich bekannt. Was wir nun gemacht haben, ich finde ja, diese Designprinzipien sollten zum Handwerkszeug für alle Menschen, die sich mit Gemeinschafts- und Gesellschaftsgestaltung irgendwie befassen, herhalten, denn sie helfen tatsächlich, solche Prozesse einzuordnen oder auch zu überprüfen und zu bewerten. Diesen Prinzipien, können wir das auf die Diskussion verlegen? Designprinzipien, ich kann es vielleicht ganz kurz machen. Also Elinor Ostrom sagt im Prinzip, also die haben so 1000 Fallbeispiele aus aller Welt angeguckt, von der Fischerei in Chile bis zur Wasserbewirtschaftung in Los Angeles und haben sozusagen überlegt, ob es Dinge gibt, die in all diesen Institutionen von Selbstorganisation gültig sind. Und haben herausgefunden, es sind keine gemeinsamen Regeln, aber auf einer allgemeineren Ebene etwa, der Staat muss sozusagen Selbstorganisation zulassen oder die Grenzen des Systems, das zu verwalten ist, müssen klar sein. Oder es muss leicht zugängliche, günstige Arenen der Konfliktlösung geben. Das sind so 8 Designprinzipien, die dafür hat sie im Grunde ihren Nobelpreis bekommen, 2009. Das macht den großen Teil der Commons-Forschung aus. Und was wir nun sagen in diesem Buch und durch dieses Buch, ist, man muss diesen Designprinzipien im Grunde Orientierungspunkte für Commoning zur Seite stellen. Es ist nicht nur ein Vorschlag, sondern im Grunde eine Grundbedingung, um zu verstehen, was eigentlich in diesen Institutionen passiert, also sozusagen die subjektive Seite, das Schwierige des Ganzen, das, was uns als ganzen Menschen sozusagen mit hineinzieht, sichtbar und beschreibbar machen. Ich habe vorhin schon gesagt, wir haben kaum eine Sprache, eine gemeinsame Sprache für diese unterschiedlichen Praktiken weltweit. Commoning ist ein Wort aus dem Englischen, mit dem wir uns derzeit behelfen. Aber wie definieren wir das? Das ist eine Aufgabe, die auch forschungsmäßig noch zu leisten ist. Viel Forschung einerseits ist nötig, andererseits können wir da auch aus dem Vollen schöpfen, von der Netzwerktheorie bis zur gewaltfreien Kommunikation. In diesem konkreten Buch haben wir uns für einen Zugang entschieden, mit dem uns dann Helmut Leitner eine sehr prominente Feder zur Frage der Mustertheorie und der Mustersprachen vertraut macht. Helmut Leitner stellt uns im ersten Teil Christopher Alexander sein Werk und sozusagen die Grundlinien der Entwicklung von Mustern und Mustersprachen vor. Und ich versuche dann, das auf diesen Commoning-Prozess anzuwenden. Es ist im Grunde dieselbe Idee. Bei Mustern geht es darum, den Mustern gemeinsamen Handelns, daher der Titel, sozusagen die DNA guter Commoning-Prozesse benennbar und kommunizierbar zu machen. Also Muster können gewissermaßen die Essenz, ähnlich wie die Designprinzipien von Ostrom, Muster können gewissermaßen die Essenz von guten Lösungen für immer wieder auftretende Probleme in Commons-Projekten auf den Punkt bringen, dafür Begriffe finden. Denn wenn es stimmt, was sind so immer wieder auftretende Probleme, wie halten wir es mit dem Geld, salopp gesagt, wer putzt das Klo? Und dann die Frage, kann man das auch auf gesellschaftlicher Ebene denken. Also wenn es stimmt, dass es kein Commons ohne Commoning gibt, dann genügt es eben nicht, viele Best Practices zusammenzutragen und nebeneinander zu stellen. Dann müssen wir um diesen Begriff des Commoning genauso ringen
wie um den der Commons, und dabei stehen wir erst am Anfang. Aber eins ist schon jetzt klar, eine Theorie des Commoning, dieses gemeinsamen Handelns, die den Anforderungen der heutigen Zeit gerecht wird, kann keine Modellierung sein. Das ist, glaube ich, auch eine Erkenntnis ostromscher Forschung. Das ist der erste Punkt. Und sie kann nicht einem methodischen Individualismus folgen. Also immer sozusagen die Frage stellen, die vom Einzelnen ausgedacht ist und immer bezogen ist auf das Handeln des Einzelnen. Und zwar nicht nur, weil dieser methodische Individualismus eines der Kernprobleme der Normalwissenschaft ist, sondern auch, weil wir in dieser Commons-Debatte den gegenwärtig stattfindenden Paradigmenwechsel unterstützen müssen, der auch in der Biologie und auch in der Physik und so weiter stattfindet. Und ein anderes Paradigma beinhaltet ein anderes Menschenbild. In einer etwas akademisch gehalteneren Arbeit habe ich neulich mal den Begriff des reziproken gesellschaftlichen Selbst dafür vorgeschlagen. Also ein Menschenbild, das das In-Beziehung-Sein oder das Mit-Sein mitdenkt. Ein Menschenbild, das die Idee der Potentialität voraussetzt. Also wo wir nicht davon ausgehen, dass der Mensch so und so ist, sondern immer wird und in diesem Werden das Potenzial entfalten kann. Ein Menschenbild, das von vornherein gleichwertige und damit auch nicht patriarchale Strukturen denkt, vor allem aber eines, in dem aufgehoben ist, dass wir immer in einem gesellschaftlichen Kooperationszusammenhang stehen. Und dieser gesellschaftliche Zusammenhang unser Werden und unser Handeln prägt, ob wir das nun wollen oder nicht. Ein solches Menschenbild ist im Übrigen unvereinbar mit dem methodischen Individualismus. Das war jetzt für die Wissenschaft. Also all das, so könnte man sagen, wird in diesem Band erst angedeutet, aber auf eben dieser Ebene wird das Wort, was wir so oft benutzen, Paradigmenwechsel, gedacht. Und warum wir die Mustertheorie ausgewählt haben, begründet sich darin eigentlich auch, weil sie all diese Bedingungen erfüllt. Sie modelliert nicht, sie geht nicht vom Individuum aus und sie ist ein Denken in Potentialitäten und darauf ausgerichtet, diese Potentialitäten zu entfalten. Und außerdem geht sie von einem Begriff aus, der dann in den Schlussakkorden, in grandiosen Schlussakkorden von dem Anthropologen Arturo Escobar aus Kolumbien und dem Biologen und Philosophen Andreas Weber aus Deutschland am Ende wieder auftaucht, der Begriff der Lebendigkeit. Und dieser Begriff der Lebendigkeit ist wiederum dem der Konvivialität nicht unähnlich, mit dem wir uns auf das Denken von Ivan Illich beziehen, auf seinen Glauben an die schöpferische Kraft und überraschende Erfindungsgabe der Menschen. Das verweist uns auf eine notwendige Qualität von Commons, sofern sie nicht nur so ein herumvagabundierender Begriff sein sollen. Commons sind entweder konvivial oder nur eine Spielart des globalisierten und institutionalisierten immer gleichen, urteilt Marianne Grönemeyer. Das also ist die Grundlegung, Prinzipien von Commons-Institutionen, Muster des Commoning, Lebendigkeit und Konvivialität, alles Elemente und Methoden, die uns Sprache geben für das paradigmatisch Andere. Und damit sind wir bei Teil 2. In diesem zweiten Teil des Buches mit Beiträgen aus ganz vielen Ländern, fast aller Kontinente, ja, auch aus Neuseeland, versuchen wir, wie schon in Band 1, zu zeigen, wie produktive Prozesse gelingen, wenn sie nicht von den Zwängen des Marktes eingeengt werden oder sich nicht einengen lassen wollen. Das erfordert ja eine Menge Widerstand. Viele Autorinnen führen dann aus, wie das gelingen kann und wie dabei nicht nur nützliche Dinge entstehen, wie Mikroskope oder Möbel, sondern auch Beziehungen und Innovationen. Solche Prozesse stehen im Konflikt mit einer Produktion, die einer anderen Logik folgt, einer Logik des Marktes. Einer Logik, in der das Lebendige, das Andere, die Natur, das sinnlich Vitale von vornherein abgespalten ist. Es wird also erst systematisch externalisiert, beziehungsweise bleibt völlig im Unsichtbaren, und dann ironischerweise durch staatlich beaufsichtigte
Markenmechanismen soll es wieder internalisiert werden. Wann immer Sie einen Text aus diesem zweiten Teil in die Hand nehmen, und die kann man auch für sich alleine lesen oder in den Clustern, die wir dafür entwickelt haben. Ob zu den Gemeinschaftswäldern in Rumänien oder der Zeitbank in Helsinki, den zahlreichen Mapping-Projekten der Commons weltweit oder Initiativen des Open Design, wann immer Sie das lesen, stellen Sie sich einfach vor, was da beschrieben wird, könnte größer werden. Sich mit allem anderen verbinden. Stellen Sie sich vor, diese Projekte verwebten miteinander, Masche für Masche, ein verteiltes, nicht zentrales Beziehungs- und Governance-Netz, in dem Commons sich sozusagen gegenseitig tragen und so immer unabhängiger werden von Markt und damit auch vom Geld. Ihnen wird dann auch auffallen in diesem zweiten Teil, dass wir Sachen haben, die sind sehr analytisch, andere sind sehr deskriptiv und andere werfen im Grunde nur so ein Schlaglicht auf Kurzbeschreibungen von verschiedenen Projekten in einem Lebensbereich, um zu zeigen, was möglich ist. Und schließlich gibt es noch Interviews, wieder die Pleiwüste. Aber es gibt diese Interviews auch, weil Commons letztlich eben dieses sind, ein großes Gespräch. Es gibt ein wunderbares Interview mit 4 Mitgliedern des kooperativen Verbandes Seco Sesola aus Venezuela, die seit über 40 Jahren noch alle politischen Stürme, oder man muss schon von politischen Hurricanes sprechen, des Landes überlebt hat. Und wenn man was über Commoning lernen kann, dann ganz sicher von den Seco Sesoleros. Diesen zweiten Teil, wir kommen langsam aufs Ende zu, haben wir geordnet. Und das war eigentlich ein großes Vergnügen, das zu ordnen, also das zu clustern, weil wir uns dann endgültig darüber im Klaren geworden sind, dass wir bestimmte Begriffe eigentlich fallen lassen müssen. Beliebte Klassifizierungen, die wir auch oft benutzt haben. So gibt es dort in den Untertiteln keine Urban Commons, die gerade absolut en vogue sind, sondern es gibt Commons der Nachbarschaftlichkeit. Es gibt auch keine natürlichen Commons einerseits oder Wissenscommons andererseits, da einfach das eine nie ohne das andere zu denken ist. Jedes Wasser-Commons ist auch ein Wissenscommons. Man muss wissen, wie man Wasser gemeinsam managt, sozusagen. Und umgekehrt. Jeder Hacker braucht Land, von dem er leben kann. Und alle Commons sind sozial. Sowieso. Wir haben uns für den Begriff Biocultural Commons entschieden, zu Deutsch Commons der Lebenskultur. Und dann gibt es noch die Tech Commons und mein Favorit, die Omni Commons. Der Begriff stammt nicht von uns. Ich habe eine ganze Seite dazu geschrieben, wo wir den geborgt haben. Und das Projekt, was dazu gehört, aus Oklahoma, wird Sie sicherlich begeistern. Und während wir also so gruppieren, treffen wir selbstverständlich auch politische Entscheidungen. Wir haben uns so für eine Gruppe von Tausch- und Kredit-Commons entschieden. Das wird uns eine Menge Kritik einbringen, weil das Verhältnis zwischen Commons und Geld bzw. Währung, welche eigentlich und zu welchem Zweck, ein sehr kontroverses ist. Aber, so denke ich, es würde dem Stand der gegenwärtigen Suche nicht entsprechen, würden wir einfach die zahllosen Bemühungen ignorieren, mit sozialen Währungen oder Regionalgeldprojekten etwas sehr, sehr Wichtiges zu versuchen. Nämlich die verfügbaren Energien und Ressourcen in der jeweiligen Community zu halten, statt sie sich entziehen zu lassen und wieder der Anonymität des Marktes zu übergeben. Wann immer Sie einen Text aus diesem zweiten Teil lesen, dann hilft vielleicht die Erinnerung an dieses wunderbare Rebirth Zeichen von Michelangelo Pistoletto, ein italienischer Künstler. Es ist für mich wie eine Chiffre für die Marktstaat-Commons-Beziehung, die klar macht, dass es sozusagen Marktstaat-Commons nichts ist, was nebeneinander existiert, sondern dass es um die Gestaltung eines ein und desselben gesellschaftlichen Raumes geht. Und wenn Sie sich das jetzt so vorstellen, nehmen wir an, der Markt ist in der Mitte, sehr lustig hier mit diesen fallenden Blättern. Wir sind im Herbst noch, ne? Genau. Also wenn Sie sich vorstellen, wir haben gerade sozusagen einen sehr aufgeblähten Markt. Wir blähen den weiter auf, dann hat das Folgen für die Commons und die Sphäre des Staates muss sich dazu verhalten und wie, dahinter steht ein großes Fragezeichen. Was geschieht, wenn wir die Sphäre der Commons hingegen erweitern?
was, wenn wir die des Marktes ausweiten? Was heißt das für die Frage, wie wir den Staat überhaupt denken? Diese Fragen, Sie erinnern sich, haben wir geforkt. Also in 3 Jahren können Sie dann wieder hierher kommen und mal zuhören, was daraus geworden ist. Ich meine sogar, es wäre zu früh gewesen, sie jetzt zu beantworten, denn es wird nicht genügen, uns an den Grundpfeilern des Kapitalismus wie dem Privateigentum oder der Logik der Warenproduktion abzuarbeiten. Bevor wir neue Grundpfeiler errichten, müssen wir noch eine Ebene tiefer gehen und schauen, auf welchem Boden, auf welchen Denkgrundlagen diese Grundpfeiler stehen sollen. Wir müssen das Verhältnis von Commons, Markt und Staat neu denken, aber nicht auf alten Denkgrundlagen und mit alten Kategorien. Und hier kommt Teil 3 ins Spiel, sowie unsere Rahmung. Dort, wo die Anthropologinnen verschiedener Kontinente zu Wort kommen. Diese Zunft hat uns extrem viel zum Thema zu sagen. Ich würde mal wagen zu behaupten, mehr als alle Ökonominnen zusammen. Sie versteht es zu beschreiben, dass es im Grunde um eine Art geht, in der Welt zu sein. Um ein vertieftes Verständnis dafür, wie Mensch-Mensch und Mensch-Natur-Beziehungen gestaltet werden können, basierend auf der Grundfigur von Beziehung. Wir begeben uns beispielsweise mit Autoren wie dem französischen Rechtsanthropologen Étienne Leroy auf eine Reise in verschiedene Länder Afrikas. Gehört zu meinen Favoriten in diesem Buch. Étienne Leroy hat einen Text geschrieben, der heißt, wie ich 30 Jahre zu Commons forschte, ohne es zu wissen. Ist auch eine sehr erhellende Reise durch die Politik verschiedener afrikanischer Länder. Die Landfrage insbesondere. Und das Drama ist, so geht es der Politik auch oft. Sie zerstören Commons oder die Grundlagen, auf denen sie beruhen, ohne es zu wissen. Nicht immer mit böser Absicht, aber in der Regel basierend auf einer bestimmten geistigen Haltung und auf einem bestimmten Mindset, wo es sozusagen ein Entweder-Oder gibt. Wo Individualität und Kollektivität als Gegensatz statt als sich gegenseitig bedingend gedacht werden. Dabei, so heißt es dann in unserem Framing, ist Individualität nicht nur unabdingbar für erfolgreiches Commoning, sondern Bedingung dafür, gemeinschaftsfähig zu sein. Umgekehrt trägt Commoning zur Stabilisierung des Selbst bei. Wobei wir wieder beim Menschenbild wären und damit auch fast am Schluss. Sie werden sich an den Anfang erinnern. Und sich vielleicht fragen, wie soll man sich das vorstellen, Beziehung und Individualität sozusagen, die durch das Du und durch den anderen wächst und am anderen wächst. Wie soll man sich das vorstellen in einer Welt mit 80.000 IS-Kämpfern? Vielleicht begebe ich mich mit dem, was ich abschließend sage, auf dünnes Eis. Doch es drängt sich mir noch eine andere Beziehung zwischen dem Drama des Terrors und unserem Thema auf. Ich lasse Lydia Wilson sprechen, sie forscht am Zentrum für unlösbare Konflikte der Oxford-Universität. Und sie hat gerade IS-Kämpfer interviewt und die Ergebnisse dieser Interviews aus Kirkuk veröffentlicht. Und sie sagt, ein Hauptgrund, warum die Menschen junge Muslime sich ISIS anschließen, ist, dass sie ihnen eine Gelegenheit geben, sozusagen ihre Identität als Sunni zu leben. In terms of their land, their tribe, their family, which they have not been given this opportunity as they see it. Und dieses as they see it, dieses Thema der Subjektivität, spielt eine ganz große Rolle bei uns in Teil 3. Die Wirklichkeit muss ja nicht wahr sein, aber sie wirkt, wie wir von den Soziologen wissen. Und Lydia Wilson ist sich einig mit dem Islamwissenschaftler Michael Lüders, dem in einer Talkshow vergangene Woche die gleiche Frage gestellt wurde. Warum schließen sich junge Muslime den Salafisten an? Seine Antwort: Die Ursache dafür ist nicht die Religion. Es geht um Gemeinschaft. Es geht darum, dass sie vielfach Orientierungsprobleme haben und sie sind auf der Suche nach einer Identität.
und die finden Sie in der religiösen Grundlage für den neuen identitätsbildenden Zusammenhalt, dem Prinzip der Umma, der Gemeinschaft. Wir kommen also am Gemeinschaftsbegriff nicht vorbei, wenn wir darüber nachdenken, wie dem Terrorismus zu begegnen ist. Und wir müssen diese Spur genauso ernsthaft verfolgen, wenn nicht ernsthafter wie andere. Die gegenwärtige Welt braucht mehr Commons, mehr denn je. Dankeschön. Vielen Dank, Silke Helfrich, für diese Einführung. Ich möchte auch jetzt Sie, Herrn Leggevi, hier zu uns bitten und Ihnen erstmal die Gelegenheit geben, auf den dann doch etwas längeren Vortrag. Aber ich glaube, wenn an so einem Buch 2,5 Jahre oder 2 Jahre gearbeitet wird, das in der Kürze einer halben Stunde vorzustellen, dann noch mit so viel Emotionen, die in den letzten Tagen dazugekommen sind, das ist, glaube ich, nicht einfach. Von daher, ich glaube, es war länger als eine halbe Stunde. Wir haben nicht pünktlich angefangen, aber es war länger. Aber es fiel mir schwer, dich zu unterbrechen. Dennoch möchte ich Ihnen jetzt die Möglichkeit geben, auf den Vortrag erstmal zu reagieren. Also mir war es nicht zu lang, vor allen Dingen deswegen, weil ich mich freue, wenn jemand wie Sie ein Buch macht als Kollektivprojekt und uns eine solche Freude übermittelt, ein solches Buch zu machen. Bücher werden heute im akademischen Leben im Wesentlichen als Publikationen in Zentimeter und Inches gemessen und spielen nicht diese emotionale Rolle, die es hier ganz offenbar spielt. Und mir ist das einfach ein Vergnügen, da ich auch ein Büchermacher bin, sowohl selber welche schreibe als auch welche rausgebe, nochmal sozusagen gespiegelt zu bekommen, was eigentlich Buchkultur leisten kann. Ich würde jetzt mal sagen, ich bin auch ein Commoner. Ob ich Ihren strengen Kriterien standhalten würde, können wir ja noch rausfinden. Und ich sage das deswegen, weil wenn Sie jetzt erwartet haben, dass jetzt hier die scharfe Kritik an diesem Buch kommt, dann sind Sie bei der falschen Veranstaltung. Ich möchte das unterstützen, was hier gesagt wurde, und 2 oder 3 Gedanken weiterdenken. Ich glaube, das ist die angemessene Form, sich mit diesem Buch auseinanderzusetzen, was ja keine homogene Manifestation von Gleichgesinnten ist, was ja kein Dogma begründet, was ja keine Schule des Denkens begründet, sondern eigentlich eher ein verteilter Zusammenhang im Endergebnis dann gleichgerichteter Menschen ist. Also nicht kritisieren, sondern weiterdenken. Ein kurzes Wort zu dem Anfang und Schluss zu Paris. Ich war an diesem Wochenende in Paris und habe einiges erlebt, was für mich deswegen emotional, und deswegen ist die Trikolore für mich keine Nationalflagge, sondern eine Weltflagge. Die Trikolore und auch die Marseillaise, die gesungen wird, ist ja ein furchtbarer Hymne, aber wenn man sie dann so singt, kann man sich auch als Weltbürger fühlen. So verstehe ich das eigentlich mehr mit Bleu, Blanc, Rouge. Paris ist für mich Heimat. Ich habe dort in meinem Leben mindestens 5 Jahre verbracht und mich schockiert das. Und die emotionale Karriere, die ich so seit den Tagen durchmache, die ist eben Angst, also diese Beklommenheit, die ich erst gefühlt habe und dann eben Hass. Es gibt es zu, muss man auch mal sagen dürfen. Ich hasse diese Figuren. Und das ist mittlerweile gewichen einem Gefühl kalten Verstandes. Ich bin eiskalt in Bezug auf das, was da passiert, und ich möchte es verstehen, ich möchte es begreifen, ich möchte es auch bis zu einem bestimmten Punkt bekämpfen. Das tue ich aber nicht, indem ich jetzt zu den Waffen greife, sondern indem ich nach Paris in Bezug auf das, was wir tun, und es gibt eine Verwandtschaft unseres Tuns. Ich bin nicht in diesen Commons-Zusammenhängen im engsten Sinne, aber wir haben herausgegeben ein konvivialistisches Manifest, das auch französische Intellektuelle vor einigen Jahren herausgegeben haben. Und da gibt es ganz viele, gerade im Begriff auf, in Bezug auf den bereits eben zu meiner großen Freunde gezeigten Ivan Illich, der das Konviviale eigentlich geformt hat. Ivan Illich war in den 70er Jahren häufig in Kassel, wo ich damals lebte, und ich habe ihn auch erlebt, und es war eine große Freude, einen solchen Lehrer zu haben, der kein Akademischer war.
Und nach Paris sage ich in Blick auf das, was wir so formulieren, und Sie haben es ja eben selbst gesagt, Frau Helfrich, was man uns entgegenhält als banal, trivial oder mir immer, ich bin doch naiv. Also wie oft habe ich über mich gehört, ich sei doch ein bisschen naiv, weil ich tatsächlich immer weiter kämpfe für die Dinge, die ich für richtig halte. Und nach Paris heißt es für mich jetzt erst recht. Also die kriegen mich nicht unter. Ich will ein paar Worte sagen, worin ich übereinstimme mit dem Paradigmenwechsel, der angedeutet wurde, von den Commons hin zum Commoning. Das finde ich eine sehr gute Entwicklung. In diesem Buch ist es sehr schön gelungen, die 8 Prinzipien von Eleanor Ostrom, die ich sehr bewundere und sehr schätze, zu verbinden mit ihren 8 Prinzipien oder den Prinzipien dieser Gruppe. Da ist ein Paradigmenwechsel, den haben Sie ja eben selbst beschrieben, tatsächlich erkennbar. Das bedeutet, wir kommen eigentlich in soziologischer Sicht oder auch in anthropologischer, kulturwissenschaftlicher Sicht von einem Bezug, der sich auf ein Gut, also Wasser, Land, Boden und, bezieht und einem damit irgendwie verbundenen territorialen Zusammenhang dessen, was wir als Commons bezeichnen, hin zu einer sozialen Interaktion. Das ist eigentlich für mich der Kern dieses Paradigmenwechsels. Das heißt, die Commons beziehen sich nicht auf, traditionell gesagt, und das ist ja der Begriff, der dann immer wieder kommt, auf eine Almende, also auf eine Weide, auf der eben gegrast werden kann, gemeinschaftlich, und wo dann die Tragik ausbricht, ja, wo dann überweidet wird und die Almende zusammenbricht. Es geht gar nicht um sozusagen dieses Stück Boden oder eben eine Gruppe von Menschen, die diesen Boden verwaltet, sondern es geht eigentlich um die soziale Interaktion, die durch diese Praxis gestiftet wird. Also damit stimme ich sehr überein. Und ich behaupte, dass das, was in diesem Buch steht, eigentlich, verstehen Sie mich nicht miss, eine soziologische Trivialität ist. Denn die Gründervater der Sozialwissenschaften, der Soziologie, jedenfalls einige, haben das genauso gesehen. Die soziale Interaktion muss doch im Kern der Soziologie stehen. Was denn sonst? Und das wird natürlich dann sozusagen überwuchert durch einen Funktionalismus, der auch seine guten Seiten hat, durch eine Systemtheorie, der man was abgewinnen kann. Aber das ist nicht das Hippe, was ich immer so sehe. Ich sehe immer dann in Museumsläden oder in hippen Buchläden, dass da tonnenweise Niklas Luhmann ausliegt. Ich habe überhaupt nichts gegen Niklas Luhmann, aber zu den Punkten, zu denen Sie gesprochen haben, hat er überhaupt nichts zu sagen. Oder beziehungsweise in einer produktiven Abgrenzung. Also Niklas Luhmann darf man nicht unterschätzen. Wenn er jetzt hier säße, hätte er schon was dazu zu sagen. Aber ich bin sozusagen in dem Sinne ein auch von französischen Sozialwissenschaftlern geprägter Aktionalist, wo die Funktionalisten sind. Und da steht eben die Interaktion zwischen Menschen, zwischen Individuen, in Gruppen, in Gemeinschaft im Zentrum. Und das führt dann, wenn man es moderner haben will, zu dem Netzwerkbegriff. Den haben Sie ja dann auch schon eingeführt. Also ich stimme vollkommen überein, wir müssen uns von diesem methodologischen Individualismus verabschieden, aber nicht, indem wir jetzt ein ganz neues Paradigma entdecken, sondern indem wir einfach zu den Wurzeln der Soziologie, der Kulturwissenschaften zurückkehren. Für mich geschah das im Jahre 1969. Sie sehen, in welchen alten Mann ich hier schon vor sich habe. Da war ich 19 und studierte Soziologie bei einem gewissen René König, der landläufig, falls ihn überhaupt noch jemand kennt, als Begründer der empirischen Sozialforschung gilt, was er durchaus auch war, weil er ein strenger Empiriker war, aber hauptsächlich war er ein Ethnologe und Anthropologe, der nebenbei gesagt, das weiß kaum jemand, Ehrenhäuptling der Navajos war. Und die Navajos praktizierten, wie wir dann auch von anderen Ethnologen wissen, den Gabentausch. Und das Theorem, was dem zugrunde liegt, ist eigentlich von Marcel Mauss, einem französischen Soziologen, den man gar nicht hoch genug rühmen kann, der sowohl für die Commons-Idee als auch für den Konvivialismus Stoff liefert. Er wäre mit dem, wie Sie es formulieren und auch wie ich meinen Konvivialismus formuliere, nicht 100% einverstanden, aber der schon von Ihnen erwähnte Étienne Leroy, ist ja auch der Autor hier im Buch, der das zitiert. Und ich könnte mich übrigens dieser Formulierung, wie ich 30 Jahre zu Commons forschte, ohne es zu wissen, durchaus mal anschließen.
Denn eigentlich weiß ich es ja seit 1969, da hat nämlich dieser berühmte, damals berühmte René König uns Marcel Mauss vorgestellt. Und es ging in seiner Vorlesung immer so, dass er von seinen Bekannten sprach. Also er kannte den noch. Marcel Mauss hat dieses Theorem des Gabentauschs formuliert, das ich Ihnen jetzt hier nicht im Detail erklären will, weil ich keine Korreferate halten soll, sondern etwas weiterentwickeln soll. Das Gabentauschtheorem passt sehr gut zu dem, was Sie sagen. Es gibt gewisse Unterschiede, aber es sagt eigentlich, es stellt eigentlich unsere Theorie sozialer Kooperation auf eine andere Ebene als die des Homo economicus oder auch der häufig im Gegenzug dazu geforderten moralischen Übereinstimmung, der sozusagen der normativen, der normativ moralisch begründeten Gemeinschaften. Beides hat mit Soziologie relativ wenig zu tun. Der soziologische Kern der Kooperation ist genau der durch die Kooperation gestiftete Interaktionszusammenhang, die Herstellung von Gemeinschaft und vor allen Dingen Gesellschaft. Kleine Anmerkung zum Gemeinschaftsbegriff, so wie Sie ihn am Schluss nochmal behandelt haben, im Blick auf die ISIS-Kämpfer, sieht man natürlich auch die in der Soziologie seit über 100 Jahren diskutierte Ambivalenz des Gemeinschaftsbegriffs und die tiefe Ambivalenz, haben Sie ja nun in Ihren Beispielen gezeigt. Das ist oft tribales Denken und ist von dem, was ich unter Commons-Vergemeinschaftung verstehe, meilenweit entfernt. Und ist auch genau der Grund, und ich mache mich jetzt unbeliebt, für die unglaubliche Rückständigkeit vieler Regionen und Stämme, aus denen eben die ISIS-Kämpfer sich rekrutieren, bis hin in unsere unmittelbare Nachbarschaft hier. Was ich also anregen möchte, ist eine nochmal Reinterpretation der Commons-Gruppen und Aktiven im Medium gewissermaßen dieser Theorie des Gabentausches. Ich habe dafür ein unglaublich simples Beispiel. Es bezieht sich auch wieder auf Paris, wo ich dann als 24-jähriger Jungwissenschaftler landete und feststellte, dass man sich in den Instituten, in denen ich verkehrte, dass man sich dort hinterher zum Essen in ein Bistro oder ein Café in Paris begibt und immer einer zahlt. Einer. Das hieß aber, dass es praktisch ich ausgeben musste für ein Abendessen, an dem 7 oder 8 Leute teilnehmen, eigentlich alles, was ich in der Tasche hatte und womit ich eigentlich nur eine Woche leben wollte oder auch zwei. Ich bin immer wieder eingeladen worden. Der Gabentausch besteht nicht darin, dass ich Sie jetzt zum Essen einlade, mir merke, dass ich das getan habe und erwarte, dass Sie das jetzt in 2 Wochen bitte auch mit mir machen, sondern dass Sie mich einladen. Sie kennen Sie aber gar nicht. Und diese Reziprozität, die sich durch den Gabentausch, durch einen solchen Ring eigentlich, so einen Ringtausch, ergibt, es genau das, was Sozialität stiftet. Also eine Vergemeinschaftung zwischen Fremden, und wir leben in Städten und wir sind uns fremd. Wir sind nicht aus einem Stamm, sondern wir kennen uns eben nicht und wir leben in Konflikten, die Sozialität stiftet. Das Zweite, was ich unterstreichen möchte, nicht weiter ausführen, was auch angelegt ist im Commons-Denken, ist eben die Referenz an die Emotionen, den Affekt. Wir leben in Zeiten, in denen uns Politik als etwas vermittelt wird, was alternativlos ist. Also Sachzwänge bestimmen unser politisches Handeln. Und das führt dazu, dass der Populismus in unseren Gesellschaften immer stärker wird, weil warum soll ich noch Politik machen, wenn ich sowieso nichts zu entscheiden habe, wenn ich sowieso zwischen nichts die Wahl habe. Politik. Und was ich anrege, ist die Politisierung des Commons-Denkens hier nochmal. Politik besteht genau darin, die Wahl zu haben, auch da, wo ich scheinbar keine Wahl habe. Also zu sagen, nein, es gibt schon Unterschiede, es gibt schon etwas anderes, es gibt schon im falschen Leben doch ein wahres und wir können etwas anderes machen. Das ist die Haltung, die wir nach Paris einnehmen müssen und das ist mir egal, dass Sie das für naiv oder für unbedarft oder sonst was halten. Das ist das Einzige, was uns im Moment rettet, also nicht die Angst, nicht der Hass, sondern genau das Denken in diese Richtung, sich nicht abbringen lassen in widrigen Verhältnissen oder wie man Amerika sagt, against all odds, doch das zu machen, was man für richtig hält. Worauf ich noch einmal zum Schluss hinaus möchte, ist, dass ich ganz gerne einen Zeitaspekt in die Commons-Theorie einführen möchte. Es gibt im Moment viele Entschleunigungstheoretiker. Ich weiß nicht so genau, ob es das ist, was ich meine. Ich meine eigentlich, dass wir in anderen Zeithorizonten denken. Also ich komme, wie Sie möglicherweise wissen, auch aus einer kulturwissenschaftlichen Klimaforschung. Und im Klima hat man es ja mit dem Problem zu tun, dass wir unter wahnsinnigem Zeitdruck agieren müssen. Das heißt, wenn Sie sich die Überfrachtung der Commons im ostromschen Sinne Atmosphäre
durch CO2 und andere Treibhausgasemissionen vorstellen, dann ist das nicht etwas, was wir jetzt dann dadurch zum Erliegen bringen, dass wir jetzt einfach weniger Auto fahren, weniger Rindfleisch konsumieren und. Sie kennen die ganze Litanei und folgen sie vielleicht sogar. Sondern das ist etwas, was sich angestaut hat und was wir tatsächlich zu einer Nullemission herunterfahren müssen. Möglicherweise sogar mit Negativemissionen, indem wir der Atmosphäre CO2 entziehen. Und dieses geht nicht irgendwann, also zum Beispiel in 150 Jahren oder in 1 Million Jahre, sondern es muss jetzt passieren. Und dieser Zeitdruck, unter dem wir sind, hat eigentlich unseren Zeithorizont, und das ist etwas für die Kommende sehr Wichtiges, hat er sozusagen unter einen bestimmten Druck gestellt. Das heißt, wir bräuchten jetzt eigentlich eine Entschleunigung unserer Lebensverhältnisse, wir bräuchten Zeit, all die Dinge, die Sie andeuten, ne, erfordern Zeit, um sich etwas entwickeln und keimen und auch diskutieren zu lassen. Diese Zeit haben wir eigentlich gar nicht mehr. Also müssen wir jetzt nicht in einem bestimmten Sinne resignieren, es ist zu spät, aber auch nicht irgendwie nur um Effizienz unserer Zeitnutzung rechnen, sondern wir müssen auch in Bezug auf die, und hier gibt es einige Beispiele im Buch, die das schon andeuten, wir müssen eine andere Zeitpolitik auch entwickeln. Vor einem gewandelten Zeithorizont, ich würde fast sagen, wir treten in eine Epoche ein, in der wir sowas Ähnliches wie eine Sattelzeit erleben. Sattelzeit hat der Historiker Koselleck den Umschwung von einer zyklischen Geschichtsauffassung zu einer linear progressiven genannt. Und wir sind diesem Denken vollständig verpflichtet, innerlich, wir haben es verinnerlicht. Und diese linear progressive Geschichts- oder Zeit- oder Gesellschaftsdeutung, die hatte Vorteile. Also in ein zyklisches Denken klassischen Typs, in dem man über Jahreszeiten oder Geburt, Leben, Tod nachgedacht hat, also all diese zyklischen Dinge, die waren nicht nur angenehm, sage ich mal so. Also wir haben etwas gewonnen über diese lineare, progressive Zeitvorstellung, den Fortschrittsbegriff und dergleichen mehr. Aber wir können ihn natürlich nicht weiterführen, wie wir durch die planetaren Grenzen, in denen wir stecken, uns mehr als deutlich geworden ist. Das heißt, wir müssen über Zukunft diskutieren. Also nicht als etwas nach vorne Offenes, sondern als etwas in Commons-Praxis zu Gestaltendes. Und das würde auch das Zeitparadigma verändern. Wo mir sehr dran gelegen ist, eben ist erwähnt worden, dass wir ein Institut unterhalten in Duisburg, das nennt sich Center for Global Cooperation Research in the 21st Century, ist, dass sich die Commons-Theorie oder sagen wir mal auch den Gabentausch zu einer Grundlage für Theorien internationaler Politik machen möchte. Was man von Marcel Mauss, ich höre auch gleich auf, nicht so richtig weiß, ist, dass er in der Zwischenkriegszeit 1924-25 gemeinschaftlich mit einigen Bankiers damals auch politische Schriften entwickelt hat, nämlich wie man den Frieden schließt, auf andere Weise, als der Versailler Vertrag getan hat. Und damals war Lord Keynes in einer ganz anderen, auch der Meinung, dass man die Deutschen nicht büßen lässt, wie es dann die Reparationszahlungen eigentlich dann doch uns aufoktroyiert haben, der Weimarer Republik mit einem bekannten Ende, sondern indem man es so macht wie nach 1945, dass man den Deutschen schon Reparationen auferlegt, Lasten auferlegt, aber nicht in einer Weise, dass sie sich nicht wieder in die internationale Gemeinschaft resozialisieren können. Und es ist paradox, dass ausgerechnet wir Deutschen, die von den Entschuldungsabkommen, die in London und anderswo gemacht worden sind, sehr stark profitiert haben, dass wir im Verhältnis zu Griechenland eine derartig dogmatische Position des die müssen büßen und die müssen abzahlen entwickelt haben, obwohl wir doch damit unfrei werden. Merken wir nicht, wie unfrei wir uns in diesem Schuldenzyklus selber machen. Und insofern möchte ich nicht den Griechen alle Schulden entlasten. Ich möchte nicht sozusagen die Finanzwirtschaft vollkommen auf den Kopf stellen, sondern ich möchte einfach dazu anhalten, sich das, was wir da treiben, genauer zu überlegen und eine Praxis des Gabentausches in einem modifizierten, übertragenen Sinne auf die internationalen Beziehungen anzulegen. Das heißt, an die Stelle des Paradigmas des Homo Oeconomicus den Homo Cooperativus zu setzen. Darüber können wir gerne noch ein bisschen diskutieren. Was ich abschließend sagen möchte, ist, dass die Art, wie hier Wissenschaft betrieben wird, mit diesem zweiten und ja dann auch irgendwann dritten Band, geradezu vorbildlich ist für heutige wissenschaftliche Praxis, die eben nicht mehr geschieht, indem sich Menschen in spezialisierte Institute zu akademischen Qualifikationsarbeiten zurückziehen. Wenn sie das tun, machen sie weiter, es ist okay.
Aber das ist nicht die einzige Form von Wissenschaft, sondern man ist eigentlich in sozialen Interaktionszusammenhängen, in einer sozialen Handlungspraxis. Und daraus bezieht man bestimmte Impulse für wissenschaftliche Fragestellungen. Das ist ja kein unwissenschaftliches Buch, ganz im Gegenteil. Es ist nicht leicht zu lesen an vielen Stellen. Doch, ganz leicht, ja. Naja, na gut, das entscheiden Sie dann. Aber es ist gut, dass hier ein solches Projekt, ich weiß nicht, wie Sie sich finanzieren, das ist jetzt auch nicht so wichtig, dass ein solches Projekt, das erstmal ein außerinstitutionelles ist, ein außeruniversitäres, das aber in die Institutionen, in die Stiftung, in die Universitäten sehr schön ausstrahlt, dass das entsteht, weil es eben zeigt, wie man heute Wissenschaften betreiben kann, und zwar gegen alle Ressentiments und alle Resignationen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Leggevi. Ich habe ja eigentlich die Aufgabe, Sie ein bisschen ins Gespräch zu bringen, vor allen Dingen. Ich möchte aber doch nochmal, vielleicht hilft das ja dabei, ein bisschen nachbohren sozusagen. Sie haben jetzt an vielen Stellen konkret zu dem Buch Bezug genommen, auch gesagt, was Sie das auch als Wissenschaftler für ein tolles Projekt halten, und aber auch gesagt, dass Sie ein bisschen weiterdenken wollen, ein bisschen das weiterentwickeln wollen, und dann das Beispiel des Gabentausches gebracht. Silke hatte in ihrem Vortrag vorhin an einer Stelle den, ich weiß gar nicht mehr wen, zitiert, aber da hieß es, Denken ist eigentlich das Herausfinden von Ähnlichkeiten. Wenn Sie jetzt das Commoning und den Akt des Gabentausches zueinander in Beziehung setzen, was gibt es da für Ähnlichkeiten, und an welcher Stelle würden Sie sagen, das ist aber genau das, was mir hier vielleicht noch fehlt? Wo ist das, wo Sie sagen, da geht das darüber hinaus, über das, was die Beispiele, und da können wir vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen was konkreter zu sagen, zu Commoning, was für Beispiele gibt es, wo geht das vielleicht darüber hinaus noch? Bleibt hin, der Gabentausch, jedenfalls in der Formulierung bei Marcel Mauss, und das ist ja dann später von Lévi-Strauss und anderen aufgegriffen worden, auch Pierre Bourdieu hat sich damit beschäftigt, in der sehr verkürzten Form. Der Gabentausch bleibt hinter dem, was die Gruppe will, zurück, was ihr wollt, zurück. Weil sie haben letztlich ein antikapitalistisches Programm. Letztlich, ja. Ja, ich habe nichts dagegen. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich finde sogar, es viel, viel besser, wenn der Antikapitalismus, der im Moment etwas heimatlos geworden ist, sich bei Ihnen andockt, als bei irgendwelchen Pseudo-Post-Spätkommunisten, Sozialisten, sonst wo, oder gar bei den Populisten von rechts. Ja, wenn Sie sich die Begründung anhören, warum Marine Le Pen gegen die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel war, dann war der Grund der, dass sie, Herr Merkel, sich auf diese Art und Weise ihre Arbeitssklaven holt. Das war antikapitalistisch gemeint. Also es ist mir viel, viel lieber, er ist hier angesiedelt. So weit ist Marcel Mauss nie gegangen. Er hätte nie sozusagen ein Prinzip des Gabentausches als das Alleinige angesetzt, sondern er war ein klarer, er hat sich nie zu irgendwas bekennen müssen, aber er hat den Markt, die Funktion des Marktes erkannt, würde ich auch unterstützen. Er hat natürlich diese beiden Pole, Markt und Staat, akzeptiert, und er hätte keine antikapitalistische Version gehabt. Er hat aber eine Tradition des französischen Frühsozialismus aufgegriffen, wo es eben um Solidarökonomie geht. Und das heißt, er hätte sozusagen einen dritten Sektor daraus gemacht und dort eben die Praktiken des Gabentausches angesiedelt, allerdings mit einem mächtigen Ausstrahlungseffekt auf die beiden anderen. Also insofern ist da auch eine Transformationsperspektive bei ihm. Insofern bleibt es eher dahinter zurück, und in bestimmten Hinsichten würde man sozusagen die Struktur des Gabentausches, müsste man, also Marcel Mauss war kein Romantiker des Gabentauschs, sondern er hat eben die Forderung, die eine Gabe in Form einer Gegengabe erzeugt, die hat er sehr wohl gewusst, und er hat auch sozusagen das Hierarchische, das Repressive im Gabentausch durchaus nicht geleugnet. Ja, also wenn Sie sich die Beschreibung, und das entspricht auch genau seinen Beobachtungen in den, wie es damals noch hieß, primitiven Völkern, dass natürlich auch eine Gabe auch sozusagen die Gegengabe sozusagen immer erfordert, und dass hier zwischen Ungleichen getauscht wird, dass hier Hierarchien auftauchen und dergleichen mehr. Das hätte er sehr
viel realistischer gesehen. Da klang jetzt gerade noch mal durch, das, was Sie eben auch schon anrissen, Sie wünschen sich noch eine stärkere Politisierung oder so eine Empfehlung dieses Prozesses. Aber dann sind wir, glaube ich, an einem Punkt, wo wir dann eher zum dritten Buch kommen. Das hast du angedeutet. Wir wollen noch mal ein bisschen auf das aktuelle Projekt gucken. Gibt es was, was dir gerade unter den Nägeln brennt, zu reagieren auf das, was Herr Leggewi gesagt hat? Dann würde ich dir die Möglichkeit geben. Also was mir wirklich unter den Nägeln brennt, ist einfach mal mitzuteilen, aus meiner sehr subjektiven Perspektive, dass mindestens irgendwie gefühlt 70% meiner Kraft da reingingen, das Buch, von an dem 70 Menschen mitgeschrieben haben, lesbar zu machen. Also für Leute, die übersetzen, ist es ja auch in 5 Originalsprachen dann sozusagen ins Deutsche übertragen worden. Und naja, es sollte sich halt nicht lesen wie Übersetzung und all dieses. Also, lesen Sie es. Machen Sie sich ein eigenes Bild. Aber was mir. Übrigens eine Leseempfehlung, komplizierte Bücher auch zu lesen. komplexe Bücher auch zu lesen. Genau, aber was mir jetzt quasi um das, was Sie sagen, das Prinzip des Gabentauschs quasi auf einer Metaebene, auf einer gesellschaftlichen Ebene, diesen Commons-Grundgedanken, den wir jetzt in Projekt- oder Initiativebene beschreiben, weiterzudenken, von dem ich behauptet habe, für uns war es im Moment noch zu früh, das zu tun, weil wir es ja in einem internationalen Kooperationszusammenhang tun. Das heißt, da muss man sich gut aufstellen, gut miteinander im Gespräch sein. Wir werden nochmal Workshops vorschalten vor dieses nächste Buch, um dieses Gespräch zu vertiefen und diese Ähnlichkeiten, diesen gemeinsamen Faden zu finden, so im Sinne, tatsächlich, so wird geforscht. Was in diesen Gesprächen mir jetzt sehr deutlich geworden ist, wie man eigentlich zeigen kann, dass unser, ich sag mal, antikapitalistischer Impuls nicht natürlich in die Richtung, jetzt soll halt der Staat ran, nicht in Richtung Planwirtschaft ausschlägt, das ist sowieso klar, aber auch nicht in die Richtung ausschlägt zu sagen, wir brauchen eigentlich nur die guten Prinzipien und eine gute Moral und die Ethik sozusagen hinein internalisieren und dann wird das schon, weil das ist nämlich genau das, womit man begründen kann, warum die Genossenschaften und die Kooperativen weltweit einen wahrhaften Boom erleben, wenn sie sich zahlenmäßig anschauen, was weltweit sozusagen da passiert. Banken sind Genossenschaften, Energieunternehmen sind Genossenschaften. Ja, also sozusagen, wenn sie von der Form her gucken, haben sie da ein unheimliches Wachstum und trotzdem gelingt es ihnen dann nicht, sich dieser Marktlogik zu entziehen, solange sozusagen dieses bessere, solidarischere, ökologische nur innerhalb dieser quasi genossenschaftlichen und kooperativen Grenzen bleibt. Und ich finde, das illustriert ganz gut Ihren Punkt, dass Sie die Restaurantrechnung nicht dem jeweiligen Gegenüber bezahlen, sondern einem Dritten. Das heißt, wir müssen dieses genossenschaftliche Prinzip über die Genossenschaftsgrenzen hinaus denken. Und das scheint mir eine ganz enorme Aufgabe, die wir dann hoffentlich auch in den nächsten 3 Jahren angehen. Da klingt jetzt für mich auch nochmal eben der Fokus letztlich dieses Buches und der Weiterentwicklung. Sie haben gesagt, da ist ein Paradigmenwechsel quasi in der Commons-Debatte vonstatten gegangen, nämlich von den Commons als Gemeingüter hin zu diesen sozialen Beziehungen und den Prozessen. Was würden Sie denn sagen, haben jetzt jenseits dieses inneren Paradigmenwechsels diese Praktiken des Commoning, und die Beispiele sind eben zahlreich, nicht nur die in dem Buch illustriert sind, was haben die für ein Potenzial für einen größeren Transformations- oder Paradigmenwechsel, Transformationsschritt sozusagen? Ne? Vielleicht auch eine Frage, wo Sie nochmal mit Ihrem Hintergrund als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats für globale Umweltveränderungen draufschauen können, weil da das Thema Transformation, aber letztlich auch einen Paradigmenwechsel, und Sie bringen da als Kulturwissenschaftler eben auch diese Perspektive ein, denke ich. Sehen Sie da ein Potenzial für das, was wir mit Commoning bezeichnen, dass das dort eben seinen Niederschlag finden kann? Das haben wir ja damals auch in dem Gutachten, was schwer umstritten war über die große Transformation, da steht es ja schon drin.
da kommen wir im Wesentlichen auf Ostrom und dergleichen zu sprechen. Was wir in dem Meeresgutachten, als wir das dann anschließend gemacht haben, war eigentlich das Prinzip des sowohl der Commons auf die Hohe See anzuwenden. Da gibt es auch ein entsprechendes Seerechtsübereinkommen, also einen völkerrechtlichen Vertrag, der im Grunde genommen die Hohe See, und das ist natürlich der wesentlich, unbedeutendere Teil, nicht ist der größere Teil, aber es ist der, der weniger problematisch ist, der also nicht so stark der Überfischung, der Küstenverschmutzung und dergleichen ausgesetzt ist, also sozusagen jenseits der 12 und weiteren Meilenzonen. Und das haben wir schon darauf angewendet und vor allen Dingen, und das ist jetzt der Beitrag, den dann so Politik- und Kulturwissenschaftler in diesem Beirat, der früher ganz naturwissenschaftlich und ökonomisch ausgerichtet war, jetzt leisten, ist eben genau, dass wir gesagt haben, und dazu gehört eben Commoning, das steht da sogar explizit drin, das heißt, wir brauchen sozusagen Stewards, Advokaten, sozusagen, die das Gemeingut verwalten. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, was ist das Potenzial? Also ich habe das Gefühl, dass die meisten grün, ökologisch, alternativen Genossenschaften, Commons-Projekte sehr fixiert sind auf sich selbst. Das heißt, dass sie exakt den Schritt, den es eigentlich zu tun gilt, nicht machen. Entweder es genügt ihnen, sie sind sich selbst genug, da kann man dann auch nicht viel dran ändern, da kann man mit diskutieren oder so. Oder aber, und das ist eigentlich etwas, womit wir uns auch intensiv beschäftigt haben, sie haben den Eindruck, dass sie nichts ausrichten. Das heißt, sie flüchten sich in eine Art Arche Noah, sie retten für sich, ich rede jetzt nicht von den Projekten, die hier besprochen sind, sondern von vielen ökologischen Projekten, die sich nicht zu einem großen Ganzen verbinden, die sich nicht vernetzen, weil sie das Gefühl haben, ich kann als Einzelner sowieso nichts ausrichten. Das heißt, was ich hier tue, mache ich im Wesentlichen, weil ich es will, weil ich das für richtig halte und weil ich dann auch was meinetwegen für die Welt tun möchte, aber ich bin zu schwach. Und dieses mangelnde Gefühl von Selbstwirksamkeit, wie man das in der Psychologie nennt, das ist eben leider ein Hinderungsgrund für uns oder ein Hindernis, dass wir, ich rede jetzt einfach mal so in diesen Raum rein, da ist es, wir kann auch immer falsch sein, aber ich denke jetzt, sagen wir mal hier wir, also Böll and his friends, dass wir die Stärke, die wir eigentlich haben, dass wir die unterschätzen. Das Buch zeigt sehr schön, wie weltweit das Prinzip sich längst verbreitet und dass hier Menschen kooperieren, die voneinander gar nichts wussten. Also die kooperieren jetzt nicht in dem Sinne, dass sie jetzt in Austausch sind, sondern die wirken an der Verbreitung der Idee der Commons mit. Und ich denke, das muss man, wir haben das in unseren Gutachten und in unseren Sachen, die wir am Kulturwissenschaftlichen Institut machen, wir nennen das dann nach einer sehr technischen Terminologie die Agenten des Wandels oder die Pioniere des Wandels. Wir machen gerade eine Studie über die Ruhrregion, also ich nenne das die Metropole Ruhr, sind immerhin 3,1 Millionen Menschen, wo wir eigentlich auch anhand von 25 oder 30 Beispielen Pioniere des Wandels vorstellen, die von sich nichts wissen, die aber dadurch einen Surplus erzeugen, dass sie jetzt voneinander wissen, indem wir sie als Pioniere des Wandels sozusagen vergemeinschaften und sie sich austauschen. Zur Politisierung noch ein ganz kleines Wort. Auch tun, weil wir da auch sozusagen politisch aktiv sein möchten und diese politische Praxis dann auch wieder wissenschaftlich reflektieren, ist, dass wir jetzt, wo immer es geht, sogenannte Zukunftsräte einrichten. Das sind nach unserer Vorstellung institutionelle Gebilde, also nicht eine Partizipationsveranstaltung von einem Monat oder ein Verfahren, das über ein Jahr dauert, sondern das sind in Gemeinden, in Stadtvierteln, auch in überregionalen Zusammenhängen entstehende Bürgergenossenschaften, deren Ziel ist, Zukunftsfragen der jeweiligen Region, der jeweiligen Gemeinde, des jeweiligen Stadtteils in einer längeren Periode zu besprechen, Ideen zu entwickeln, als konsultative, gewissermaßen eine vierte Gewalt neben Legislative, Exekutive, Judikative, die anderen nicht bindet. Ich möchte nicht die Gewaltenteilung zerstören, aber die gehört werden muss. Also Vorstellungen über, sagen wir mal, in einer Gemeinde, wie sie bestimmte
Klimaschutzziele erreichen möchte, wie sie die Energiewende gestalten möchte, wie sie viel wichtiger noch in Deutschland die Verkehrswende herbeiführen möchte, wie sie Mobilität gestalten möchte, wie sie eine regionale Ökonomie, eine Commons-Ökonomie vielleicht entwickeln kann. All diese Dinge sollen in diesem Zukunftsrat diskutiert werden mit der Verpflichtung, dass die Parlamente und auch die Exekutiven sich diese Vorstellungen genau anschauen. Sie müssen dazu Stellung nehmen, sie müssen begründen, warum sie die nicht nehmen. Und es gibt dann Möglichkeiten, die per Referendum, Volksentscheid dann auch tatsächlich dem Volk vorzulegen, wenn sie ausgereift genug sind. Das ist eine Politisierung, die ich mir vorstelle. Und wir möchten diese Idee im Moment etwas verbreiten, weil wir sehen, dass ganz viele Agenten des Wandels unterwegs sind, für sich oder auch schon in genossenschaftlichen und übergreifenden Zusammenhängen, dass aber gewissermaßen die politische Zuspitzung, ja, dass man also auch in den politischen Entscheidungsprozess, dass man auch in die politischen Auseinandersetzungen eingreifen kann, dass das noch ein bisschen fehlt. Da würde ich jetzt quasi abschließen und dann, denke ich, öffnen wir auch fürs Publikum, für Sie, wenn Sie noch Fragen haben, nochmal bemerken, dann scheint ja das Buch tatsächlich auch zum richtigen Zeitpunkt zu kommen, weil das, was ihr versucht habt darzustellen, was das Buch darstellt, sind eben diese gemeinsamen Muster und die Entwicklung, und das ist wirklich noch am Anfang, hast du gesagt, auch einer gemeinsamen Sprache, weil offenbar da etwas ist, was fehlt, um diese einzelnen, sei es jetzt Pioniere oder Agenten, oder Projekte oder eben Commoning-Prozesse miteinander vielleicht gar nicht als erstes zu verknüpfen, aber zumindest füreinander sichtbar zu machen, um auch diese Stärke vielleicht darzustellen. Wir haben ein Saalmikrofon. Hier vorne war als erstes eine Frage und dann in der Mitte habe ich jemand gesehen, hier in der ersten Reihe, der ja. Nee, kommt nicht. Ich kann nochmal nachsprechen. Jetzt kommt? Ah, gut. Also ich habe eine Frage zu dem Thema, was hier angesprochen wurde, Kapitalismus oder Antikapitalismus. Das steht so gegenüber. Und ich bin der Meinung, wenn man über den Kapitalbegriff gründlich nachdenken würde, das ist eine Kulturfrage meiner Ansicht nach, dann würde man darauf kommen, dass das eigentliche Ursprung des Kapitals letzten Endes in den menschlichen Fähigkeiten liegt. In den innovativen, in den erfinderischen, in den täglich arbeitenden Fähigkeiten, die die Menschen einbringen. Und was im sogenannten Kapitalismus daraus geworden ist, ist ja die Fähigkeit des Geldes, was sozusagen immer gleichgesetzt wird mit Kapitalismus, in seiner Abstraktion total krebswucherartige Finanzprodukte hervorzubringen. Und wenn man auf den Ursprung zurückkommen würde, würde ich zwischen der Selbstständigkeit kleinster einzelner Projekte oder einzelner Menschen und dem großen Ganzen den großen Unterschied gar nicht sehen. Ich weiß, Rolf Schwenter hat seit 30 Jahren gesagt, die Initiativen sollten mal anfangen, sich zu vernetzen. Ich muss sagen, das fängt heute an. Seit dem Solikon hier in Berlin hat sich ein zweites Treffen ergeben, wo mindestens versucht wird, auf lokaler Ebene in Berlin, dass diese verschiedenen Gruppierungen anfangen, sich zu vernetzen und eine gemeinsame Basis zu bringen. Oder könnte auch noch mal Nicanor Perlas aus den Philippinen nennen, der sagte, die Zivilgesellschaft kann die dritte globale Kraft werden, wenn sie von Staat und Wirtschaft sich unabhängig hält. Also wenn sie diese Selbstständigkeit aufrechterhält. Also insofern sehe ich sozusagen eine Hinderung für die große Transformation, wenn man sozusagen meint, man kann ohne Kapital auskommen. Das ist ein Wahnsinn. Man muss nur das Geldsystem verändern. Und da denke ich wieder an die Kulturfrage. Schon Aristoteles hat einen einfachen Gedanken gebracht, den für jeden Menschen jeder denken kann. Geld ist ein geniales Tauschmittel, es ist kein Ziel. In dem Moment, in dem das Geld Ziel wird, egal ob ich wenig oder viel davon habe, bin ich der Sklave vom Geld. Solange es ein Mittel bleibt, bin ich der Herr. Das ist die Grundfrage, die kulturelle Grundfrage. Vielen Dank. Ich schlage vor, wir sammeln erstmal und dann lasse ich Sie da drauf reagieren. Hier der Herr in der Mitte und hier vorne noch. Und dann ja, ich habe auch eine Frage, es geht darum, dass wir Menschen, wir können Handels, dieser Wort Handels und dann der andere Wort Bedenkens
ja, Denkens und Handels. Ich wollte einfach sagen, wir sind Homo sapiens, und so wir denken, wenn wir vergleichen zu Tiere, ne? Tiere, nicht alle Tiere denken, die einfach, sie haben was, sie tun was sie einfach wollen, ja? Aber wir müssen denken als Menschen, Homo sapiens, ne? Und meine Frage ist das, wenn man Muster gemeinsam Denkens wäre, wenn der Titel wäre, Muster der gemeinsamen Denkens, wo würden Sie den Herr Putin anstellen? Wenn du denkst, was er macht und was er denkt, man manchmal weiß nicht, in welche Richtung er denkt. Ja? Und so meine Frage ist, wo würden der Präsident Putin liegen? Eine sehr spezielle Frage. Mal sehen, ob wir da gleich drauf reagieren können. Nehmen wir noch eine letzte Frage hier vorne, die Dame dazu oder Kommentar und dann. Es sind Fragen, aber nicht eine, sondern drei. Ich habe es auf drei gekürzt. Ich möchte mich sehr bedanken bei Ihnen, Frau Helfrich. Das war so ein anregender, eine anregende Einführung in das Thema. Wobei ich sehr irritiert war ganz am Anfang, sowohl bei Ihnen als auch bei Ihnen, Herr Leggewie. Meine erste Frage geht an Sie beide. Waren Sie genauso empört oder sind Sie genauso empört über die 10.000 Menschen, die vor Europa jeden Tag ertrinken? Genauso empört? Glaube ich nicht. Das ist eine Frage und eine Unterstellung. Polemisiert. Mich überrascht die mediale Empörung, über die, der ich zustimme. Ich bin auch empört über das, was in Paris passiert, aber das dermaßen hochzuschaukeln im Vergleich zu dem, was wir tagtäglich erleben, nämlich Tausende von Menschen, Sie haben es angesprochen zumindest, dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Also das auch in Verhältnis zu setzen, fände ich sinnvoll, gerade in solchen Kontexten. Das war die erste Frage. Jetzt die zweite, mehr inhaltlicher Richtung. Bei Ihnen, Frau Helfrich, ist mir noch nicht ganz klar geworden, welche Sprache Ihnen für Commons fehlt. Die Frage wäre, von welcher Sprache sprechen Sie? Warum Sprache, warum nicht Sprachen? Also auch da die Pluralität mitzudenken als Anregung und Frage halt tatsächlich. Und bei Ihnen, Professor Leggewie, ist mir noch nicht ganz klar geworden, ob Sie sich von dem Politikbegriff, von dem klassischen Politikbegriff getrennt haben. Es scheint mir nicht. Denn das, was ich gehört habe zum Commons oder Commoning, das sind politische Prozesse, das sind politische Entscheidungen. Ich glaube eher, dass Sie vielleicht ein anderes Politikverständnis vertreten als Frau Helfrich, aber da können Sie beide wahrscheinlich mehr darüber sagen, als ich vermute. Dankeschön. Okay, vielen Dank. Keine einfachen Fragen. Das Erste, da ging es darum, ist dieser starke Gegensatz Kapitalismus versus Antikapitalismus, ist es das, worum es geht? Ich weiß nicht. Ist das was... Sie haben mir vorhin auf den Prozess, mit dem wir vorgehen, sehr richtig verwiesen. Ich bin Ihnen für diese Anmerkung auch sehr dankbar, weil der nämlich dann auch erklärt, warum, wenn man dann von hinten guckt, die Dinge gar nicht so kohärent sind, wie sie hätten sein können. Und so erklärt sich auch, dass sehr gute, sowohl politische, also Beiträge für eine Politik der Commons, als auch Beiträge für die Frage, wie können wir eigentlich das Ganze der Wirtschaft, so hat man von der Wirtschaft als getrennt von anderen reproduktiven Sphären des Lebens überhaupt sprechen will, schon im ersten Band vertreten sind. Das müssen wir alles nochmal aufgreifen und sozusagen gut zusammenbinden. Und dort gibt es unter anderem Beiträge von Friederike Habermann und Stefan Meretz, die sehr deutlich machen, dass sozusagen, so wenn wir uns darauf einlassen mit dieser Begrifflichkeit und dem Kapital, das man dann immer messen und berechnen kann und dem eine Exklusionslogik inhärent ist und dem wir nicht nur eine Logik des, wir
sozusagen schließen das Gegenüber ein, indem wir quasi gerecht tauschen durch besseres Geld, sondern wir sozusagen versuchen, Systeme so neu zu denken, dass, Stefan Meretz nennt das, dass der Gedanke der strukturellen Gemeinschaftlichkeit gewissermaßen eingeschrieben werden kann in die Art, wie wir uns zueinander in Beziehung setzen, egal ob das jetzt beim ins Restaurant gehen ist oder der Frage, wie wir Bildung denken, die Versorgung mit Wissen. Es ist gerade bei der Frage des Wissens halt ein bisschen einfacher zu sagen, ich trage was bei und dann lasse ich es los. Aber seien wir mal ganz ehrlich, noch vor 15 Jahren wäre es Menschen schwer gefallen, selbst Wissensproduktion in diesem Modus zu denken. Also wenn vor 15 Jahren jemand gekommen wäre und hätte gesagt, wir machen jetzt irgendwie die größte Enzyklopädie der Welt und die Leute machen das freiwillig und die nehmen auch kein Geld dafür und wir brauchen irgendwie nur 2,5 Server am Anfang oder so, und jetzt sind es ein bisschen mehr. Und es basiert alles auf Spendenbasis, die inzwischen in die Millionen gehen und so weiter und so weiter. Das kann nie funktionieren. Ja? Von der Qualität her nicht und vom ökonomischen Modell. Also, haben Sie überhaupt ein Businessmodell, wäre da gefragt worden? Und da hätten die gesagt, nö, das brauchen wir nicht. Und dann hat genau dieses System sozusagen die klassische Art, Wissen in einer gigantischen Fülle zu produzieren, die es nie zuvor gegeben hat, die klassische Art auskooperiert. So, und wenn das für Wissen möglich ist, wenn das im Grunde, das ist ja im Grunde ein Gabentauschprinzip, da die Leute, die produzieren, etwas geben, etwas leisten, lassen es los, sodass andere Dritte, die nicht in einer direkten Beziehung zu ihnen stehen und die ihnen nicht direkt was zurückgeben, das nutzen können und dadurch aber auch weiterentwickeln können. Das genau ist gemeint mit der Entfaltung der Potenzialität. Und ich kann ein ganz wunderschönes Beispiel aus unserem Buchproduktionsprozess nennen. Das muss mir jetzt einfach erlaubt sein, geht nicht direkt auf Ihre Frage, aber illustriert wunderbar, wie Sie dann überrascht werden, wenn Sie sich auf so einen Gedanken einlassen. Wir haben vor 3 Jahren das erste Buch mit dem Transkriptverlag gemacht, der mit uns an einem Strang zieht, der nicht irgendwie ein Vertragspartner ist, sondern mit uns an einem Strang zieht. Und damals habe ich ein Telefonat geführt mit der Chefin des Transkriptsverlags und gesagt, also, Frau Dr. Werner, ist Ihnen klar, was das bedeutet, dass wir eine freie Lizenz da drauf haben wollen? Oh, da sagte sie, ja. Also das heißt, dass wir das ins Internet stellen sollen. Dann habe ich gesagt, das heißt noch ein bisschen mehr. Das habe ihr das erklärt. Und dann sagt sie, wollen Sie damit sagen, da kann ein anderer Verlag kommen, der kann das runterladen, kann es zwischen zwei Buchdeckel packen und das dann für 35 Euro statt für 24,90 vertreiben? Habe ich gesagt, genau, das heißt es. Und dann habe ich sie gefragt, Sie kennen doch Ihre Kollegen, würden die das tun? Und hat sie eine Weile drüber nachgedacht und dann sagt sie, wir müssen ins Offene gehen. Dann sind wir ins Offene gegangen, haben dieses Buch gemacht, haben es unter eine freie Lizenz gestellt. 8, 9 Monate später kriege ich eine Mail, in der steht, ich habe da mal eine Website für dieses Buch gemacht. Und diese Website hieß lustigerweise Die Welt der Commons, so wie heute unser zweites Buch. Und wir können jetzt denjenigen fragen, der die Website erstellt hat, der sitzt nämlich hier, der Richard, was seine Motivation war. Wir haben was geschenkt, sozusagen ins Offene hinein, und Richard hat uns dann dieses zurückgeschenkt. Und es hat nicht diesen sozusagen direkten Tausch gegeben. Und diese Idee, nicht über sozusagen das Geld zu reden, sondern über die Frage, was das Tauschen eigentlich mit uns macht und wie es uns, wie die einige Soziologen sagen würden, sozusagen subjektiviert, wie es durch uns hindurchgeht, wie es uns zum Homo economicus macht. Das ist das, wenn ich versuche, auf diese Ebene zu gehen, dann habe ich auch das Gefühl, sind wir erstmal in der Politik verloren, dann werden wir auch nicht mehr gehört. Das ist also auch, glaube ich, noch ein großes Problem, was wir haben, da überhaupt auf dieser Ebene gehört zu werden. Jetzt 2 ganz schnelle Sachen zu Ihnen. Erstens, ich wollte mich eigentlich entschuldigen, weil normalerweise mache ich tatsächlich Einführungen in Commons. Und dann erzähle ich schöne Geschichten und viele Anekdoten und eigentlich ist das sehr unterhaltsam oder so. Und heute, das ist mir sehr bewusst, war es ein bisschen schwieriger oder komplexer.
Und das hat aber damit zu tun, dass wir tatsächlich, glaube ich, einen Schritt gegangen sind, wo es für uns wichtig ist, diese Brücke in die Wissenschaft, gerade auch in die Commons-Wissenschaft, auch in die Wissenschaftlerinnen, die sich in der International Association for the Study of the Commons zusammentun, zu gehen und da wirklich miteinander zu arbeiten, um weiter das Thema voranzubringen. Und das ist uns noch nicht gelungen, so wie ich das einschätze. Und deswegen bin ich Ihnen für diese Anmerkung ganz besonders dankbar. Der zweite Punkt mit der Sprache. Ich glaube, Sie haben recht. Ich hätte sagen sollen, uns fehlen die Wörter und uns fehlen die Begriffe. Weil einerseits ist es ja so, dass Commons, und das ist ein Riesenproblem, Sie sehen das, dass unsere deutschen Bücher heißen Commons. Ja, wir haben verschiedene Übersetzungen versucht. Ich kann das alles erklären, warum wir wieder bei Commons gelandet sind. Ich sage dann ein bisschen flapsig, die Menschen sagen auch Jeans, da können sie auch Commons sagen und irgendwie verstehen sie, wenn sie sich anziehen, werden sie auch verstehen, was es damit auf sich hat. Aber de facto ist es tatsächlich wichtig, dass man sozusagen in der eigenen Sprache in dieses Denken und in dieses Tun und dieses Denken, also dieses Tun reflektiert und dadurch in dieses Denken und eine Sprachfähigkeit gewinnt. Und dabei lasse ich es. Und ich sage einen Satz hinterher, weil ich habe das Missverständnis vielleicht auch ein bisschen mit generiert. Bei mir schwingt damit diese Idee der Mustersprache. Und das hat ja jetzt nicht unbedingt was mit Englisch oder Deutsch zu tun, sondern ist nochmal was anderes. Und Mustersprache, das kann man dann danach lesen, das ist sozusagen eine spezifische Methodik, eine Sprachfähigkeit, so würde ich es mal formulieren, zu gewinnen, die auf den Ideen von Christopher Alexander basiert. Dann vielleicht noch was zu dem Politikbegriff. Ich weiß nicht, ob es um den Begriff gehen muss. Das ist auch was, wo ich Sie so verstanden habe, im Sinne von politisieren, dass auch da genau wieder diese Sichtbarkeit irgendwo eine Rolle spielt. Es gibt eine gewisse Macht auch, die diese Menschen, die diese Projekte haben, aber die ist nicht sichtbar. Das hatte ich so verstanden, das meinen Sie auch, wenn Sie sagen, das muss sich mehr politisieren, diese Bewegung. Hat das was mit einem konkreten Politikbegriff dann zu tun, den Sie meinen oder wir nicht verstanden haben? Das ist für mich erstmal eine Sphäre, die es gibt. Es wäre gut, wenn die Ideen, die Sie formulieren, sozusagen nicht anarchistisch auf sich selbst beschränkt bleiben, sondern wenn sie in eine Sphäre gehen, die teilweise sehr wenig kommod ist für uns, die uns stört, in der alles passiert, was wir nicht mögen. Aber die Politik ist die Politik und sie ist immer noch ein Entscheidungs- und Steuerungszentrum. Und das meine ich damit. Das ist aber sehr technisch. Wenn ich schon nach meinem Politikbegriff gefragt wurde, dann antworte ich immer mit der von mir seit 1967 bewunderten Hannah Arendt, das ist der Begriff. Und Sie zeigen in dem Buch, was politisch an dem Handeln der Commoner ist, nämlich, dass Sie was Neues anfangen, dass Sie etwas beginnen. Das war der Arendtsche Politikbegriff, das ist ein sehr emphatischer, den kann man übersetzen in Praktiken dieser Art. Und ich meine mit Politisierung, dass wir uns in eine Sphäre, die völlig verdorrt unter dem Angriff des Populismus oder eben der Technokratie, der Alternativlosigkeiten, der Sachzwänge, dass wir das wieder da reinbringen und dass wir das nicht nur zu einem Prinzip unseres eigenen Lebens machen, sondern dass wir es vergemeinschaften und dass wir es auch politisch zur Wahl stellen. Wir sind ja hier, glaube ich, in einer den Grünen nahestehenden Parteistiftung. Das, was ich gerade gesagt habe, war eine Kritik an den Grünen. Und zwar nicht in dieser Weise, wie es so oft so passiert, die Grünen, ja, das Grünen-Bashing hat damit nichts mehr zu tun, aber die Grünen müssten das viel stärker aufgreifen und ihre politische Praxis hineinbringen, als sie das tun. Ich bin auch zu Putin gefragt worden, das tue ich zwar östlich von Köln ungern, mich dazu zu äußern, weil die Putinophilie, je weiter man nach Osten kommt, immer stärker zunimmt. Putin ist ein Autokrat, der die Menschen, die ich in Russland kenne, massiv unterdrückt. Und das werde ich ihm nicht verzeihen, was auch immer sein strategischer Wert für dies und das sein könnte. Ich glaube, da ist überhaupt kein strategischer Wert. Putin ist derjenige, der neben anderen Europa spalten will. Putin ist derjenige, der Marine Le Pen finanziert. Putin ist derjenige, der sich in Ungarn breit macht. Er ist einer, der die europäische Konstruktion, an der ich hänge, bedroht. Das ist nicht mainstreamig. Ich sagte ja, je weiter man nach Osten kommt, umso weniger. Ich kann die Leidenschaften und die Freundschaften und das Verständnis für diesen Autokraten kann ich überhaupt nicht verstehen.
Sie haben mich noch gefragt nach meinem, warum ich so sentimental werde, wenn in Paris ein paar Leute sterben und nichts dazu sage, dass im Mittelmeer Zehntausende gestorben sind. Das können Sie gar nicht wissen, ob ich mich dafür eingesetzt habe oder nicht. Das ist eine Unterstellung, die ich hiermit auch zurückweise. Ich bin ein Flüchtlingshelfer und ich beschäftige mich dem Mittelmeer, an dem seit einer Zeit, als andere dort an Stränden gelegen haben. Also das können Sie mir glauben und deswegen möchte ich das nicht so gerne. Es gibt aber noch einen allgemeinen, ich bin jetzt nicht persönlich beleidigt, es gibt einen allgemeineren Grund, warum ich es nicht leiden kann, dass wir ein Leiden gegen ein anderes stellen und eines für wichtiger halten als das andere. Doch, das ist ja, Sie machen ja Bodycount, 10.000 im Mittelmeer. Und warum ich das nicht erwähnt habe, ich habe vielleicht deutlich machen können, was meine emotionale Verwurzelung mit einem Ort ist, an dem ich gelebt habe. Und ich finde es durchaus sagbar, dass ich an Orten, an denen ich mich in Paris aufhalte, im Bataclan, so etwas geschieht. Das betrifft mich in der Tat persönlich und damit gibt es keine Hierarchie gegenüber sonst irgendetwas. Und es ist eine Manie vieler Linker gewesen, immer wieder zu sagen, zum Beispiel 9/11, ja, aber was war denn mit dem anderen 9/11 in Chile? Das ist eine Form der Aufrechnerei, die uns zu gar nichts führt. Wir leiden unter jedem Leiden, das andere durch die Gewalt von Dritten zu erleiden hat. Und das gilt für mich natürlich auch für die Flüchtlinge. Sie haben sehr zu Recht, das ist auch immer in meinen Kommentaren durchaus enthalten, Sie haben zu Recht erwähnt, dass unsere öffentliche Betroffenheit mit dem, was zum Beispiel in Beirut, das haben Sie, glaube ich, nicht erwähnt, vor ein paar haben Sie erwähnt, geschehen ist, dass es natürlich dazugehört. Ich habe eine hochgradige Sympathie für arabische Gesellschaften und ich weiß, wie schlimm die dortige Zivilgesellschaft zu leiden hat. Die ist gerade zwischen zwei Mühlsteinen des Islamismus oder Dschihadismus auf der einen Seite und der Militärdiktaturen, der Geheimdienstdiktaturen auf der anderen Seite. Und ich weiß, wie das ist, wenn Sie vielleicht gelesen haben, das Interview meines Freundes, kann ich fast sagen, Boualem Sansal, das war, glaube ich, vor 2 Tagen in der Süddeutschen. Das ist ein algerischer Schriftsteller, der einen Roman 2084 gerade geschrieben hat. Der hat den Friedenspreis des deutschen Buchhandels vor 2 Jahren bekommen. Der beschreibt ihn genau, wie die Situation in Algerien ist. Und Algerien ist ein Land, das ich sehr gut kenne. Und diese Menschen, die unter diesem Druck eines islamistischen Terrors und einer Militärdiktatur, das nichts anderes ist es. Und ganz viele Regime in den arabischen Ländern sind genau das. Ja? Die leiden darunter. Und das sind die Leute, mit denen ich mitfühle, mit denen ich Empathie habe und unter deren Unterdrückung ich leide. Jetzt habe ich dich doch noch mal zucken sehen. Ich wollte schon zum Schluss kommen. Wir haben ein bisschen überzogen. Ich weiß nicht, ob dass du als Gastgeberin noch mal was zum Schluss sagen willst, aber vorher gebe ich dir noch mal das Wort. Ich bin ja Ihren Kommentar an dieser Stelle übergangen und habe mir vorhin, weil ich ja so überzogen habe, die letzten 4 Zeilen gespart. Und die möchte ich jetzt einfach noch mit Ihnen teilen. Sie erinnern sich an diesen Frust-Tweet, wo ich sage, eigentlich, was tun wir da angesichts der Lage der Welt? Und da schrieb mir dann ein Freund, also ich bekam dann so Mails und so Ermutigungen, naja, wie das so ist. Und dann schrieb mir jemand, wenn wir nicht ständig die Saat sehen, aus der leise wachsen kann, was morgen wird, dann bleibt das Knallen der Schüsse von Paris und die Schreie der Getroffenen in aller Welt unerträglich. Insofern, wir brauchen mehr Commons. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir machen an dieser Stelle dann auch einen Punkt und haben noch die Gelegenheit draußen, das wurde vorher angekündigt, wenn Sie rauskommen, rechts im hinteren Teil hier des Stockwerks, die Gelegenheit bei einem Getränk und einer Brezel noch weitere Gespräche zu führen. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank für Ihr Interesse und viel Spaß beim Lesen des Buches.